Er droht ihn umzubringen. Weg vom Fahrzeug, er will ihn umbringen, wenn wir dich dann. Oh mein Gott, ey. Achtung, die ist direkt vor uns. Wir sind schon mal nicht die O'Neils. Vorsicht, Gegenverkehr auf dem Highway. Fahren Sie mal weiter. Da vorne. Grandel ist jetzt wieder an der Dienststelle vorbei, Richtung Norden unterwegs. Fahrzeug fährt sehr, sehr langsam. Hier, jetzt, der kommt gleich vorbei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir fahren beiseite, die haben eine Geisel. Verhalten Sie sich passiv. Achso, ich hab da reingeschossen. Umbringen, wenn wir zu dicht kommen. Warten Sie, warten Sie. Und denken Sie daran, dass die TV kein Handy oder sonstiges haben für Kommunikation. Das Fahrzeug, wenn wir den stellen, dann ist Feierabend. Ich glaube, das Fahrzeug ist von uns, was ganz vorne ist, wo die Geisel drin ist. Oh Mann, Scheiße, wie sollen wir hier nur weg? Ist das der Benson? Ach du meine Güte. Bleiben Sie stehen, das hat auch keinen Sinn! Fahren Sie näher ran. Bleiben Sie stehen, das hat auch alles keinen Sinn! Reden Sie mit uns! Gucken Sie mal in den Rückspiegel! Genau! Bleiben Sie ruhig! Das können wir doch klären! Halten Sie das Fahrzeug an! Scheiße, der Sprit ist leer! Die haben uns. Oh Scheiße, der Crash, der Sprit läuft aus! Fuck! Der Sprit ist leer, der Sprit ist leer! Mit dem Fahrzeug. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Ganz ruhig bleiben! Fuck! Wir haben hier eine Geisel! Eine sneaky Geisel, Mann! Ich bin der allerrechte Andi, Mann! Ja, bleiben Sie ruhig, es passiert doch nichts. Die Officer sind auf Abstand. 01 übernimmt den Dialog und Gesprächsführung. Waffen runter. Die Officer stehen hier draußen, ist alles gut. Gut, ich will eine Absperrung hier auf beiden Seiten des Highways. Großräumig, ich will hier keinen Zivilisten sehen. Was sind Ihre Forderungen? Wir kriegen das alles schon hin. Wir wollen nur Freiheit, wir gehen nicht wieder zurück in diese State Prison. Dieser scheiß Benson und sein Kumpel Cooper haben mich die ganze Zeit verprügelt. Aha, verstehe ich. Verdammte Scheiße, und dann waren sie zu doof, die Tür noch zu schließen. Jetzt sind wir hier. Wenn Sie Leid erfahren haben im Prison, dann können wir das sicherlich klären. Sperren Sie den Highway weiter hinten ab. Freiheit für alle Gefangenen! Erstmal soll der Mann auf der Rückgesitzbank seinen Tarnumhang ausziehen. Welchen Tarn? Und kommen Sie doch aus dem Fahrzeug raus. Lassen Sie die Geisel gehen. Aber das Fahrzeug schützt meine Identität. Streife 7 und Streife 2 sind doch im Gefängnis gewesen, wir wissen aber nicht. Kommen Sie aus dem Fahrzeug raus, wir klären das mit dem Gefängnis und den Misshandlungen und dann ist gut. Herr Einsatzleitung, kommen. Nee, wir sind eher am Arsch, immer noch ehrlich. Wir kommen hier weg, Mann. Nein, Sie kommen hier nicht mehr weg. Wir machen den sneaky Hasen, Mann. Sie machen hier überhaupt keinen Hasen mehr. Kommen Sie aus dem Fahrzeug raus. Und der Hase angelegt. Kommen Sie. Oh, Scheiße, es reicht. Ist gut, haben Sie Hände über den Kopf, alles gut. Hände, genau. Hände über den Kopf. Gehen Sie zu dem Officer, der Ihnen entgegenkommt. Gehen Sie zu dem... Gehen Sie weg, gehen Sie weg. Wie konnte das noch schief gehen? So, wir haben die TVs gestellt. Das ist ein Gefängnisausbruch. So, ich werde Ihnen jetzt Handschellen anlegen. Und Sie kommen mit. Oh Mann, ey! Kommen Sie. Ja, so, zurück ins Staples. Komm, stack rein. Erwarten Sie. Info von der Einsatzleitung. Steigen Sie in das Fahrzeug. So, ja, gleich rein. Komm, ich mach die Tür auf. Na, Scheiße. Der Plan war so gut. Das hätte beinahe geklappt, Mann. Er konnte damit rechnen, dass die so einen empathischen Verhandlungsführer haben. Einsatzleitung wird. Das ist bestimmt auch ein aller echter Mann. Ach so. Ach, Pike, Sie haben die Leiche. Ich hab die Einsatzleitung, weil Sie jetzt die Gesprächsführung hatten. Ja, alles gut. Ja, war effektiv, ne? Also macht mich mal wieder glücklich. Ja, mal angehalten. Wir haben jetzt hier noch ein SD-Fahrzeug, glaube ich, was Sie von denen haben. Ja, das ist das, was es da zur donnernd hatte. Aber ansonsten ist, glaube ich, nichts zu Schaden gekommen, ne? Also war. Ja. Okay. Meine Güte. Ja. Leitstelle für die Einsatzleitung, komm. Leitstelle hört. Der RTW kann wieder abgestellt werden, Einsatz somit beendet. Kommen. Trotzdem 4, Leitstelle Ende. Das Sheriff Department bitte wieder in den SWAT-Funk wechseln. Für diejenigen im Knast. Streife 4 wieder 10. Verdammt nochmal, Benson, was ist da passiert? Da frage ich am besten hier die Kollegen vom SD mal, die da mit anwesend waren, die sich als Geisel genommen haben, erstmal. Ach du Scheiße, was ich weiß, da los ist. Schon wieder Officer als Geisel? Also ja. Ich bin nicht da, dass das Ding wieder zurückfahren kann. Benson, das wird noch eine ordentliche Nachbesprechung geben. Aber wunderbar, ja, ich bin denn an. Ich krieg den, glaube ich, nicht an.
Ja, ist getankt. Ja, ja. Ist das einer von uns, dann fahre ich den. Getankt. Das ist einer von uns. Wir lassen das Fahrzeug Streife 2 abschleppen, das ist nicht mehr fahrbarkrieg kommen. So 10-4. Am Prison, ne? Treffen wir uns. Wir brauchen eine Abholung für die Kollegen von Streife 2 kommen. Geben Sie mal Ihre Position durch, bitte. Mensch. Highway an der Station. Wir signalisieren. Sachen erlebt, die hat man noch nicht erlebt. Gute Arbeit. Chapman wurde als Geisel genommen anscheinend. Wie hat er das geschafft? Da brauche ich einen Bericht drüber. Ja, definitiv. Das war heute Abend. Da musst du überlegen, ob ich ein Feuer. Chief Justice, hallo, guten Abend. Fahren Sie mich runter zum PD, ja? Natürlich. Bringen wir hin. Ja, eine Reportage, hören Sie mal. Also... Ich kann dann den nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Aha. Ja. Na aber ja. Der Anblick im Rückspiegel war groß. Das Filmmaterial auch gehört, ne? Ja, unglaublich. Ja, ja, ja. Hat nur der Heli gefehlt. Aber ja. Da habe ich da schon. Aber der auch niedrig fliegt. Meyer Heuer habe ich schon gesprochen. Der ist Heyer Meuer. Ach, Heyer Meuer heißt der, Entschuldigung. Wollen wir nicht zum PD? Mit dem habe ich schon. Ja, den Granger erstmal zurück da. Ja. Ja, ich habe mit ihm schon gesprochen. Gestern saßen wir bei mir auf der Veranda und haben Whisky getrunken. Wir haben uns über Ideen ausgetauscht, ne? Und ja, die Reportage, die kommt. Ganz klar. Oh Gott, die Knastreportage. Das machen wir dann nächste Woche, Scheiße. Donnerstag. Ja, Quote ist 33% Antritt, ne? 2 von 6. Bestens. Ja, das ist tatsächlich ganz gut. Also ich habe keinen Referenzwert. Den Rest haben wir auf die Fahndungsliste gepackt. Das wird das PD schon einsammeln. Das sind Leute aus dem Ghetto. Ja, ach so, wenn sie da... Ja, dann können natürlich... ja, was machen wir denn da? Geben wir denen einfach 100 Hafteinheiten extra oder was? Wegen Nichtantritt. 60 Hafteinheiten extra. Naja, gut, machen wir so. Ja, ja. Ach so. Anreize. Ja. Ach so, ja. Ach so, das für die übrigens, also sollten Sie das mit den Bounties einführen, die O'Neills, die werden ganz sicher keine Bounty haben. Die sollen auf die Sperrliste. Die müssen da auf die Sperrliste. Mit Ihrem Kollegen, mit dem Sie vor Ort waren, Ihre Zeugenaussage und alles weitere mit reinnehmen. Unbedingt, weil ich, wie soll ich sagen? Die Elbende. Wir haben die gerade besucht und diese Herrschaften... Ah, aha. Ich habe akustisch, weil Sie dazwischen geredet haben, als hätten Sie ein anderes Gespräch geführt. Ja, und deswegen habe ich gefragt, ob Sie mich verstanden haben. Naja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ganz genau. Gut. Die ja, kommen Aussage Sie gern vorbei. Direktor Benz hat schon sich darum gekümmert. Ne? Kann man mal drüber lesen und so. Das läuft. Sehr gut, natürlich. Ja. Es gab ein kleines Vorkommnis, aber ansonsten ist alles fantastisch. Ja, ja, ja. Wunderbar. Gut, einen schönen Abend noch, ne? Ja, tschüss. Der wüsste, was da passiert ist. Der möchte das Prison besuchen. Okay, jetzt ist wieder sicher. Ja. 13, 20, ja. Macht er die Tage. Hat gerade wichtige Termine. Ach so, Chief. Ah. Ah ja, Chief? Ich höre. Gut, hören Sie mal. Wir müssen uns da mal Gedanken machen, welche Rahmenbedingungen wir für Bounty Hunter. Aktuell ist das nur eine Idee, das ist noch nicht in Sack und Tüten. Ich glaube, der Chief Justice ist von der Idee sehr angetan und möchte uns damit beauftragen, Gedanken darüber zu machen. Ja, das lassen Sie aber mal meine Sorge sein. Das wird noch nicht vollendet, solange die Fahndungsliste so aussieht, wie sie aussieht. Ach Gott sei Dank. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, das ist eine Schnapsidee da. Ja, ja. Wenn ich an die Nils denke, stehe ich dabei. Wahrscheinlich auch beim Whiskyabend entstanden. Bleiben Sie mal ruhig. Kreative Ideen. Ja, hier sind einfach keine Parkplätze drin. Automaten schmeißen, da kein Trinkgeld geben. Gut. Ich danke Ihnen, ja. Ja, war mir eine Freude, ja. 01 ist wieder 10:20. Natürlich, PD, hervorragende Arbeit, Kollege. O'Neill-Gespräch abgeschlossen. PD 16, vielleicht Telekom.
Fragen Sie am besten? Nee. Weil, Wen fragen Sie am besten? Ich muss gerade über. Ich versuche gerade zu erörtern, wer oben bei dem Einsatz dabei war. Ah, so, da kann ich nicht beitragen. Genau. Kommen Sie rein. Guten Abend, Chief. Johnson, was gibt's? Ich hätte da vielleicht ein Anliegen, was mir gerade ein bisschen auf den Magen geschlagen ist im Krankenhaus. Könnten wir das vereinbaren, dass wir mit dem Krankenhaus reden, dass die Tatverdächtige nicht gleich sofort nach der Operation gehen lassen, wenn keine PD-Einheiten fort sind? Oder ja, das Problem ist, dass das Problem ist, wenn die Mediziner die gehen lassen, wenn kein Officer da ist, können die die auch nicht da behalten. Das sind ja keine, die erwarten auf unsere Anweise. Wir müssen also eigenständig da sein. Also wenn Officer da sind, dann passiert das ja nicht. Wenn keine Officer da sind, dann machen die das einfach. Na, der eine wurde gerade gehen lassen, obwohl Officer da waren. Das ist ein Problem. Okay. Können Sie mir mal sagen, welchem das passiert ist? Central? Nee, im Pillbox. Beschreiben Sie mal die Situation genauer, Johnson. Wir waren in der Eastside zu der Schießerei. Ja. Am Tattoo-Shot, im Studio. Und hatten dann das Opfer und den Täter oder den Tatverdächtigen im selben Krankenwagen losgeschickt. Sie sind zwei Streifen hinterhergefahren. Und das Opfer haben sie dann tatsächlich gehen lassen. Obwohl wir noch ein paar Fragen an ihn hatten. PD21 für Leitstelle kommen. PD21 hört kommen. Das heißt, grundsätzlich ist es wünschenswert, dass bei jeglicher Art von Schussverletzungen da ja eine Polizeistreife eingeschaltet werden muss. Ne? Sozium 4, Sie sind weiterhin Streife 1. Der Täter war aber da. PD34 Valentino, PD37 Belpino. Sofern möglich, bitte auf die Straße. Okay. Konnten wir das Opfer denn ermitteln? Ja, den haben wir dann. Wir sind dann nochmal zum Tattoo-Studio gefahren. Sozium 4. Ja, das ist klar. Unnötige Wege zu umgehen. Dann können wir das ein bisschen zentraler halten. Sozium 4, natürlich Ende. Lassen Sie mich mal überlegen, wie wir das machen. Aber ich nehme das erstmal so mit. Das sollte normalerweise nicht passieren. Vielleicht müssen wir dann besonders aufmerksam sein, Johnson, in diesem Fall. Super, ich wollte es nochmal angetragen haben. Das hat genau. Mich Bauchschmerzen geplayt. Naja, ich danke Ihnen, Johnson. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Dr. Conrad Hawkins, was kann ich für Sie tun? Dr. Hawkins, Manfred Lentsch hier, Chief of Police. Hallo Lentsch, wie geht's Ihnen? Sehr gut, wie geht's Ihnen? Och, kann mich nicht beklagen. Dr. Hawkins, ich habe eine Frage, weil Sie betreuen Sie eigentlich Pillbox und das Central zusammen? Nein, ich betreue nur das Pillbox. Für das Central ist die Frau Emilia Montgomery. Emilia Levy Montgomery, so. Wie viele Namen hat die Frau? Zu viele. Okay, Montgomery. Montgomery, ja, dafür ist die zu. Okay, dann werde ich separat nochmal mit ihr sprechen, aber mit Ihnen muss ich dann so oder so sprechen. Dr. Hawkins, kriegen wir es hin, eine Vereinbarung ohne Gerichtsbeschluss zu schaffen, die Sie mehr oder weniger dazu anhält, falls Sie Schusswunden haben, die Sie behandeln, das Polizeidepartement hinzuzuziehen? Schwierig. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Na, dann muss ich einen Beschluss holen. Das ist ja kein Problem. Ja, ich kriege den Beschluss auch. Ja, ich werde mich da dementsprechend aber auch gegen wehren, wegen der ärztlichen Schweigepflicht. Für mich ist es geht nicht um, der Patienten. Es geht nicht um, dass sie Details rausgeben. Es geht nur für den Fall, dass es Schussverletzungen sind. Dann müssen Sie sich leider einen Beschluss holen, weil ich bin da kein großer Freund von. Alles klar, Dr. Hawkins. Ich danke Ihnen. Ich hole mir einen Beschluss. Vielen Dank. Ja, wünsche ich Ihnen noch. 34 Pillbox MD 106 Verkehrsunfall. Mr. Berg. Ja. Berg? Hallo? Ja, hi. Was ist denn mit diesem Telefon hier? Ja, weiß ich nicht, was Sie damit machen. Hallo? Sie hören mich, ja? Ja. Gut. Ich brauche einen Beschluss, beziehungsweise ich habe eine Beschlusserwartung, die ich Ihnen mal vortrage und Sie sagen, was Sie davon halten, ja? Und zwar habe ich haben wir Probleme mit der Kooperation des Pillbox Medical Centers. Da geht es um folgenden Vorschlag, den ich gerade Dr. Hawkins gemacht habe, der sich dagegen sträubt. Darum spreche ich mit Ihnen. Die PD-11 ist jetzt wieder 10-8. Wir haben heute einen Vorfall gehabt, dass ein Schussverletzter oder eine verletzte Person von den Medizinern im Krankenhaus gehen gelassen wurde, obwohl da Polizeibeamte vor Ort waren. Und in diesem Szenario
wollte ich den Dr. Hawkins dazu anhalten, dass sobald er Schussverletzungen hat in der Behandlung, dass er das Polizeidepartement informiert. Das möchte er nicht. Dafür will er einen Beschluss. Ja, ruf ich den an. Gut. Also, der macht natürlich nur Pillbox. Nochmal sehr konkret. Es geht darum, wenn die Schussverletzungen haben, müssen die das, oder sollen die das Polizeidepartement sofort darüber informieren. Er hat jetzt gemeint, Vertraulichkeit, Patienten, bla bla bla. Ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe da jetzt auch nicht. Also, wenn da eine Schussverletzung ist, dann ist das ein Safety-Concern einfach aufgrund, dass da eine Schusswaffe involviert war. Ja. Da ist das öffentliche Interesse daran, dass die Person, die da unsachgemäß mit einer Schusswaffe umgegangen ist, ermittelt wird größer. Genau. Also in dem Fall ist ja auch jetzt noch keine relevante Information, die Jungen. Wir wollen da ja auch nichts über die Krankengeschichte oder absolut sonstiges nicht, wissen, nein. Sondern wir wollen nur wissen, dass da jemand eine Schussverletzung hat und da die Möglichkeit haben, den zu befragen. Genau. Der muss dazu ja dann nichts sagen. Genau. Die Leitstelle mit einem Hinweis an alle Officer, die eine neue Einteilung brauchen. Gut, oder ja, das wollte ich Ihnen nur sagen, dann, bitte wenn Sie dann ihn anrufen können, wäre das sehr freundlich, weil von mir nimmt er das halt nicht an. Gut, ja, sag ich dem. Wenn er sich wehrt, dann vielleicht brauchen wir einen neuen Chief. Ja, ja, machen Sie mal. Ich kümmere mich, das ist übrigens nur Pillbox, ich rufe mal beim Central an. Das scheint wohl eine Frau Montgomery zu sein. Ja. Mal schauen, das ist ja getrennt. Alles klar. Dankeschön. Gut. Ciao. Schreibe 5 ist es wieder 10-8. Valentino. Jawohl. Haben wir die Telefonnummer von dem Central Medical? Das ist ja eine separate Leitung. Haben wir die irgendwie rumfliegen? Nicht, dass ich wüsste. Ich wusste nicht mal, dass die eine separate Leitung haben. Ich dachte, man wird immer da durchgestellt, wo man gerade Leute da hat. Ja, das ist halt ein bisschen kompliziert. Gut, ich glaube, ich fahre da einfach mal hin. Alles klar? Alles klar. Ja, ist schon wichtig für sowas, ne? Am Ende ist es nämlich leider immer so, dass die Mediziner einer der größten kriminellen Verbindungsstücke ist. Also Medics und Kriminelle sind meistens dieselbe Person. Beziehungsweise ähnlich zu behandeln. Das ist wirklich eklig. Aber zumindest, das können sie ja sein, zumindest haben sie jetzt einen rechtlichen Aufhänger. Die Leitstelle mit einer Meldung bei 5041 im Casino, da befindet sich ein Herr Luigi Pambino, der geschlagen worden ist. Eine verfügbare Streife bitte dorthin. Leitstelle Ende. Streife 3 übernimmt. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn hier Leute arbeiten. Lensch. Ja, Berg hier. Ja. Folgendes, also der Hawkins hat auch direkt nach ihrem Gespräch wohl die Leitstelle hier bei uns angerufen, dass er ein Problem mit ihnen hat. Was? Ja, wegen ihrem Gespräch halt. Also ich habe den jetzt hier. Haben Sie schon mit der Miss Montgomery da gesprochen? Nee, ich bin gerade im Central Medical, weil ich wollte, okay. Ich habe keine Telefonnummer. Ich dachte, ich komme einfach mal vorbei, aber das ist hier menschenleer. Hier ist niemand. Ja? Ja, hier ist niemand. Hier ist einfach niemand. Merkwürdig. Streife 1, den auch. Ja. Vielleicht finden Sie da ja noch wen. Wenn Sie die Miss Montgomery irgendwie antreffen, können Sie die eigentlich auch direkt vorbeischicken. Ja. Ja, ich, wenn ich die finde, ich werde erstmal gucken, ob die irgendwie eine Telefonnummer hat oder sowas. Und dann, aber wie gesagt, also ich habe jetzt eigentlich keinen grauen Ton angeschlagen oder so. Ich habe gesagt, ob er einen Beschluss braucht oder ob er das freiwillig macht. Ja, er meinte irgendwas mit Problem. Ja, das ist, also, wenn das jetzt schon ein Problem ist, dann wird er auf jeden Fall einen problematischen Berufsalltag haben. Ja, du wirst gerade sehen, inwiefern das ein Problem ist. Naja, machen Sie mal. Alles klar. Gut, danke. Nur eins mit einer Frage in den Funk. Hat jemand der Beamten zufällig die Nummer der Leitung des Medical Centers im Central? Das ist eine Frau Montgomery. Ja. Bitte rufen Sie mich mal auf meine Telefonnummer an. 01 Ende. Ja, 20 ruft sie an.
Huckleberry. Ja, Chief, ich hab die Nummer für Sie. Sagen Sie mal. Ach, Moment, ich musste Sie ja erst anrufen. So, das ist die 744. Ja. 877. Das ist Chefärztin Chief Montgomery. Okay, alles klar, ich danke. Bitte. Danke. Hallo Frau Montgomery, Manfred Lentsch, Chief of Police. Ich habe Ihre Nummer gerade von einem Kollegen bekommen, weil ich mit ihm ein Gespräch ersuche. Sind Sie gerade im Einsatz? Nee, ich bin tatsächlich gerade zivil unterwegs, aber ich könnte vorbeikommen. Ja, ich bin tatsächlich bei Ihnen am Medical Center. Okay, dann komme ich da eben schon runter. Alles klar, danke. Freeman? Ja, nein, Pino. Das erste Mal, dass Sie es falsch haben. Nichts. Ja, normalerweise achte ich oben auf den Bart, aber es ist zu dunkel für den Bart. Was machen Sie? Ich habe einen hinten auf der Rückbank, der wollte ein Taxi. Ich habe gesagt, ich fahre dich wirklich ins Krankenhaus, so wie du durch den Wind bist. Und jetzt sind wir hier. Das Krankenhaus ist nicht besetzt. Oh. Sie müssen ins Pill. Okay. Okay, Amigo, wieder einsteigen. Wir müssen ins nächste Krankenhaus. Du hast heute Glückstag. Ich komme auch hier klar. No, ich habe Angst. Fahren Sie mal den Krankenhaus, wenn der eine medizinische Unterstützung braucht, ja? Ja, eben. Machen wir. So schlimm ist das gar nicht. Ich muss nicht einsteigen. Das bin ich mir jetzt gar nicht. 2, 10, 8. The fuck? Bringt ihr mich dann wieder zurück? Jo, Lensch, hau rein, Mann. Oh mein Gott. Es geht wieder los. No. Es geht wieder los. Oh no. Die verfickten Bilder gehen wieder los. Oh Gott. Aktueller Status? Steve. Berg. Kleinen Moment. Oh, telefoniert. Was denn? Alles gut. Ja, ich warte auf einen Termin. Alles gut. Okay, ich habe gedacht, Sie machen Pause. Die Streife 5 ist jetzt am 4 angekommen. Was gibt's? Ja, ich habe hier mit Chief Hawkins gesprochen. Hier wieder. Der ist sehr gerne dazu bereit, Ihnen Schusswunden zu machen. So unangenehm das Gespräch gewesen. Ja, eigentlich gar nicht. Also der dachte, Sie wollen da irgendwie die komplette Patientenakte haben. Und dann ist er ganz, also dann hat er hier die Ruderweltmeisterschaft eröffnet und hat sofort gesagt, er wäre dazu bereit. Alles klar, super. Ja, fantastisch. Dann werde ich das versuchen, jetzt bei der Frau Montgomery mal ein bisschen anders zu kommunizieren, damit sie mich klar versteht. Ja, also ich habe ihm jetzt gesagt, eine Schusswunde, einfach melden, dass da jemand mit einer Schusswunde ist. Ja. Wenn er kann, Name und Telefonnummer aufnehmen, sofern möglich. Wenn das mal nicht funktioniert, habe ich gesagt, ist genau. Nicht schlimm. Wenn das allerdings Regelmäßigkeit wird, dann führen wir ein sehr unangenehmes Gespräch. So sind wir jetzt verblieben. Wundervoll, ich danke Ihnen, Berg. Alles klar. Danke. Ja. Frau Montgomery. Hallöchen, tut mir leid, dass Sie jetzt noch ein bisschen warten mussten, aber... Kein Problem. Das PD hat mich gerade noch angehalten. Ach so, was haben Sie gemacht? Ich bin aufgrund des Termins jetzt doch ein bisschen zügiger gefahren. Okay, ich hoffe, Sie haben nur eine Verwarnung bekommen. Nein, leider nicht. Ah. Ich krieg sogar einen Eintrag in meine Akte. Wie viel sind Sie denn zu viel gefahren? Ja, das wurde mir nicht gesagt, leider. Wer hat Sie denn angehalten? Das ist eine gute Frage. PD26 oder so? Oder so ist keine ausreichende Information, Dr. Montgomery. Ja. Gut. Ich würde Ihnen das gerne sagen, aber. Haben Sie heute hier frei oder wie? Ja, ich habe den Mitarbeitern heute gesagt, die sollen mal ein bisschen Freizeit machen. Wir haben in den letzten Tagen wirklich sehr viel zu tun gehabt. Das Pillbox-MD ist aber heute sehr gut besetzt. Also, wir gucken halt schon, dass die Versorgung oder die medizinische Versorgung trotzdem aufrechterhalten wird. Okay, wir haben uns ja noch nicht vorgestellt. Wie gesagt, mein Name ist Manfred Lentsch, ich bin Chief of Police. Sie haben ja schon einige Officer betreut. Ich war auch schon mal hier wegen einer Eskalation zwischen der O'Neill-Familie und den Leuten aus dem Taco-Laden, die es vor 2 Tagen stattgefunden hat. Ja. Und ich habe jetzt auch schon mit dem Dr. Hawkins gesprochen, bezüglich eines Sachverhalts, den ich auch mit Ihnen besprechen will. Und zwar, wenn Sie Personen mit Schussverletzungen aufnehmen, beziehungsweise die einfach im Wagen haben. Wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie selbst beziehungsweise Ihre Mitarbeiter die Polizei darüber informieren.
Also wir machen das, also bei uns im Haus wird es tatsächlich schon so gehandhabt, wenn das PD nicht von vornherein schon dabei ist oder das SD, je nachdem wer da gerade zuständig ist, dann rufen wir einmal die Leitstelle an und informieren die Leitstelle darüber, dass wir eine Person mit Schusswunde haben oder eben mit Stichverletzung. Ja. Weitere Daten dürfen wir natürlich nicht rausgeben, aber weil es halt eine Straftat ist, beziehungsweise eine Verletzung, die mit einer Straftat zusammenhängt, informieren wir da auf jeden Fall das PD. Bisher war es jetzt aber von unserer Seite aus so, dass PD, also dass das PD glücklicherweise von Anfang an immer mit dabei war. Deswegen kamen wir, glaube ich, noch gar nicht in die Lage, dass wir da irgendwie anrufen mussten. Genau, wir hatten jetzt eine Situation, die natürlich nicht in Ihrem Haus passiert ist, sondern bei Pillbox. Da ist einfach ein bisschen Trubel gewesen und ich wollte das jetzt einfach mal klären, damit das zukünftig in eine Richtung geht. Okay, ja, wenn Sie das eh schon so handhaben, dann... Ist das so super? Die Mitarbeiter wissen auch Bescheid. Es steht auch immer in der Dienstanweisung mit drin. Hm. Also das ist bei uns tatsächlich eine offizielle Dienstanweisung. Ja, also es ist tatsächlich noch ein bisschen chaotisch. Ich versuche meinen Mitarbeitern das immer so ein bisschen beizubringen, dass sie auch so ein bisschen ruhig sein sollen. Es gibt aber tatsächlich auch Kollegen beim Pillbox leider, muss ich sagen, ohne jetzt gegen das andere Haus irgendwie... Ja, oder dann negativ mich äußern zu müssen, aber bei der letzten Geiselnahme waren da auch die Mediziner der Meinung, dass sie da halt auch einfach reinstürmen müssen, ne? Bei der Geiselnahme bei Müselnüs zum Beispiel. Hm. Das ist halt nicht so toll. Hm. Prinzipiell handhaben wir das halt so, dass wir uns erstmal ein bisschen im Hintergrund aufhalten, bis eben das PD zu uns sagt, alles klar, die Situation ist sicher, die Geiselnahme hat sich aufgelöst oder was auch immer und wir können halt vorgehen. Hm. Also da reinzulaufen bringt halt keinem was, weil wenn wir da nämlich liegen, dann kann keiner mehr helfen. Ja, na natürlich. Also, wie gesagt, Sie sollten da auch nicht an vorderster Front stehen, sondern erst, wenn alles sicher ist. Genau, ja. Aber gut, ich glaube, das ist zum Anfang immer so. Und ja, ich denke, wir werden da noch einen guten Weg finden. Wichtig ist halt nur Kommunikation. Deswegen, wenn Sie da was haben oder was hören, auch von den Mitarbeitern oder so, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, am besten immer direkt an den Mitarbeiter direkt wenden oder an mich und dann, dass es schnell geklärt werden kann. Okay, ja, fantastisch. Sie können sich die Nummer einspeichern. Ich habe sie ja gerade angerufen. Sehr schön. Das ist, da kommen Sie bei mir raus. Ja, ich glaube, ich war letzte Woche irgendwann schon mal da und wollte mich einmal persönlich vorstellen, aber der Leitstellenmitarbeiter meinte schon, Sie haben sehr viel zu tun. Da habe ich gesagt, er soll sich einfach meine Nummer notieren und Sie sollen sich dann bei Gelegenheit einfach melden, wenn Sie mal Zeit haben. Naja, dieses Chaos, von dem Sie sprechen, das haben wir ja auch. Ja, neue Leute, unerfahrene Leute, Menschen, die sich noch nicht so auskennen. Das ist kein Problem. Das glaube ich, da prallen halt auch sehr viele früher gelernte Strukturen aufeinander. Ne? Jeder kennt das auch ein bisschen anders. Da muss man erstmal einen gemeinsamen Weg finden, glaube ich. Ja, Hawkins ruft mich an. Lensch? Ja, schönen guten Tag, Conrad Hawkins hier. Ich hab gerade nochmal mit dem Chief Justice gesprochen, beziehungsweise sitzt gerade noch in seinem Büro. Hm. Und ich würde mich dementsprechend Ihnen da auch ein gutes Stück entgegenkommen und Schusswunden melden, ja. Servus. Ich auch den Namen des Patienten sagen. Darf ich dich eine Sekunde stören? Und, dementsprechend, wenn der Patient mit Ihnen reden will, kann er gerne mit Ihnen reden. Wenn nicht, dann dementsprechend logischerweise nicht. Naja, wir müssen ja so oder so befragen. Aber das ist ja dann nicht mehr Ihre. Es geht ja nur um die Meldung. 3-1, Jobrauber. Melden nur, solange das in meinem Medical Department passiert, bin ich da natürlich ein bisschen auch noch mit involviert, weil ich keine Lust habe, dass der Patient nachher dann bei schweren Schusswunden gestresst ist oder sowas. Ja, also ich denke, das Gespräch wird bei der schweren Schusswunde das geringste Problem sein. Scheint aber ein stilles Örtchen gesucht. Aber wie gesagt, das ist darum ging es ja auch nur. Okay. Nee, dann haben wir ja alles soweit geklärt. Ich werde gleich noch dementsprechend für meine Leute auch eine Dienstanweisung schreiben, nur damit sie Bescheid wissen. Fantastisch. Okay, und dann wünsche ich Ihnen soweit einen schönen Abend. Wünsche Ihnen auch, Dr. Hawkins. Danke. Jo, danke, tschüss. Wundervoll, dass unser Gespräch stattgefunden hat, ohne dass ich Ihnen einen richterlichen Beschluss zustellen musste. Okay. Wenn Sie verstehen. Ja. Ja. Toll. Gut, da haben Sie dem, auch wenn Sie da nicht gegen wollen, mir ist das ja vollkommen egal, da haben Sie dem Pillbox ein bisschen was voraus. Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man miteinander agiert und nicht gegeneinander. Das bringt halt keinem was. Genau. Es muss irgendwo, natürlich gibt es Grenzen, ich erwarte ja auch nicht von Ihnen, dass Sie mir die Akten aushändigen, sondern es geht einfach nur darum, dass die Information weitergetragen wird. Ja klar, also wie gesagt, es reicht ja schon, wenn ich Ihnen mitteile, dass wir hier Verletzungen haben, die auf eine Straftat zurückzuführen sind. Und ich glaube, dass die Officer dann nach einem Ausweis fragen, wenn wir zeigen, da hinten ist er. Das sollte ja möglich sein. Ja, klar, natürlich. Gut, was wir halt natürlich nicht machen können, ist
die festhalten oder anketten oder so, wenn das PD gerade irgendwie zu tun hat. Das würde ja unter Freiheitsberaubung fallen. Das könnten wir halt nicht machen. Ja. Aber ansonsten sehe ich da keinen Grund, das jetzt nicht weiterzunehmen, also die Information. Ja, ja. Ich verstehe das schon. 10, 19, das ist auch alles, was ich von Ihnen erwarte. Es geht nicht darum, dass Sie da irgendwelche, da begibt man sich auch in ein Risiko. Das sollen Ihre Mitarbeiter nicht, das sollen Sie nicht. Damit ist das durch. Genau. Ja, fantastisch. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten, aber fahren Sie nicht so schnell. Ja, ich gebe mir Mühe. Dann danke für das Gespräch. Schönen Abend noch.